Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Jetzt müssten wir schon bei der 8 sein, glaube ich. Ich wechsle immer mal so ein bisschen, manchmal nehme ich das als Stream auf YouTube, den ich dann aber noch nicht direkt veröffentliche, sondern erst ein bisschen später. Und manchmal habe ich auch hier einfach das als Video und lade das dann später hoch, je nachdem. Ich weiß gar nicht, ob das unterschiedlich angezeigt wird in YouTube. Auf jeden Fall ist alles inzwischen in einer BattleTech-Playlist. Und ja, so kann man sich da eigentlich durchgucken. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt an diesem Zeitpunkt erst einsteigt, dann solltet ihr natürlich zum ersten Teil gehen und dann könnt ihr nämlich in einem durch etliche Stunden euch hier dieses Gelaber reinziehen. Und ja, ich gebe euch mal ein kurzes Update. Wie ihr seht hier anhand der Tage oder auch hier Woche 47 schon Tag 6 am Start. Ich habe ein bisschen weiter gezockt offline quasi, also einfach ohne aufzunehmen. Und es sind ein paar Sachen passiert. Ich hatte ein paar Missionen dabei, die richtig heftig waren, die mich richtig irgendwie zerlegt haben. Deswegen musste ich immer auch mal ein bisschen Zeit vorspulen und hier, damit die Leute heilen und die Mechs repariert werden. Ja, aber ihr seht vielleicht schon, zum einen die Argo sieht schon mal wesentlich cooler aus als am Anfang. Die ist noch nicht ganz fertig, die Struktur ist noch nicht vollständig repariert. Aber wenn wir uns die mal angucken, hier ist schon einiges passiert. Ich habe die dritte Mech Bay, die ist gerade erst fertiggestellt worden. Oder wird sie gerade fertiggestellt? Müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, sie wird gerade, genau, sie wird gerade erst fertiggestellt. Auf jeden Fall einige Upgrades gemacht, ein paar Mechs erbeutet, sogar richtig viele Mechs erbeutet oder teilweise auch zusammengekauft, wobei eher über Beute gegangen. Deswegen, ihr seht, mein Geld immer noch ziemlich niedrig, liegt aber auch daran, dass ich die ganze Zeit alles investiere. Also ich stecke immer alles in die Argo oder eben in Mechs, genauso wie in verschiedene Waffen- und Equipment-Systeme. Wenn ich immer in ein neues System komme, dann gucke ich immer in dem Shop, ob da irgendwas Besonderes verfügbar ist. Zum Beispiel waren da jetzt so Cockpit-Mods, die ich mir immer mal geholt habe, die dann ein bisschen die Piloten mehr schützen und so. Kann ich euch gleich mal vielleicht im Einzelnen zeigen bei verschiedenen Mechs. Wie ihr seht, haben wir hier schon eine Reihe von Planeten besucht und sind jetzt im Aurigen Reach angekommen. Das ist quasi diese neue Fraktion, die ich schon mal gesagt hatte. Also die Fraktion, die es hier quasi aus dem Spiel in die Realität geschafft hat und wo es auch inzwischen irgend so ein Buch zu gibt. Das ist ja bei BattleTech ein bisschen anders als bei Warhammer 40k oder bei anderen Spielen. Man hat im Prinzip nur ein Grundregelwerk. Ich weiß gar nicht, wie viele Editionen es da gab oder so. Es gab dann früher irgendwann mal das BattleTech Compendium. Das war dann das Ding, wo irgendwie alles ein bisschen geupdatet war und keine Ahnung, damit hat man auch nach irgendwie 15, 20 Jahren noch gespielt oder so. Da gibt es aber inzwischen irgendwie ein paar neue Sachen. Es kam ja auch mal irgendwann so eine neue Grundbox raus. Auf jeden Fall, man hat ein Grundregelwerk und man hat dann bei BattleTech, es gab zwar auch so Fraktionsbücher, Söldnerbücher, Kampagnenbände, alles Mögliche, ähnlich wie das bei Warhammer auch ist, aber im Prinzip braucht man die gar nicht. Wenn man einfach nur spielen will, dann hat es immer gereicht, zum einen dieses Grundregelwerk oder Kompendium zu haben und dann hat man sich so verschiedene Technical Readouts, hießen die, dazu geholt. Die sind fraktionsunabhängig und da standen einfach nur die ganzen Einheiten drin. Also dann gab es irgendwie eins. BattleTech hat ja unterschiedliche Zeitlinien, entsprechend für die Zeitlinien, dann gab es noch eins zu Fahrzeugen, zu Flugzeugen, zu was auch immer. Und so konnte man sich das zusammenkaufen, was man eigentlich haben wollte. Wenn man standardmäßig nur das Spiel gezockt hat, also nur mit Mechs oder so, wie es auch hier ist. Oh, sorry, ich bin ein bisschen im Sack, aber ich nehme jetzt trotzdem halt auf gerade. Dann hat man eigentlich nur zum Beispiel das Technical Readout 3025 genommen und hatte da alle Mechs drin, die man irgendwie brauchte und die auch hier so ziemlich sind. Mit allen möglichen Datenvarianten, wie auch immer und ja, und fertig. Und dann konnte man zocken. Naja, auf jeden Fall, es gab dann irgendwann hier durch dieses Spiel dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Arano Coalition oder so, könnt ihr hier mal gucken. Arano Restoration als Fraktion. Naja, und da sind wir jetzt gerade angekommen. Für die spielt man auch vor allem in der Kampagne oder startet seine Kampagne da.
Und ja, jetzt sammeln wir hier mal ein bisschen weiter Ruf. Wir sind schon richtig gut drauf hier bei den Federated Suns, also bei House Davion. Wir könnten jetzt hier uns verbünden. Dann haben wir nämlich, wenn wir in deren Shops und so sind, noch mehr Vorteile und wir haben auch besondere Missionen. Das schließt aber teilweise bei anderen Fraktionen dann Missionen aus. Wir sind schon bei den Piraten fast auf Maximum negativ, beim Taurigen Konkordat absolut negativ. Und das liegt natürlich daran, dass die Mission immer so, wenn man zum Beispiel in deren Bereich ist und da dann Davion-Missionen macht, dann geht das gegen die teilweise. Die haben ja auch schon gedroht, genau wie die Piraten, so von wegen, wenn du hier in unserem Raum weiter bist, dann gibt's hier auf Schnauze und so. Das heißt dann konkret, dass man manche Missionen nicht annehmen kann oder die meisten Missionen nicht mehr annehmen kann bei diesen Fraktionen. Und zum anderen, dass immer solche Zufallsevents kommen, beziehungsweise kommen können, wo man dann irgendwie ja vielleicht Probleme kriegt. So. Also bei den Piraten zum Beispiel, man kann nicht mehr auf Schwarzmärkte und so zugreifen, nur für einen hohen Geldbetrag kann man das manchmal bei so Events, also bei solchen Sachen, die so zwischendurch eingeblendet werden. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Hier Arano Restoration auch schon fast auf dem Maximum. Und ja, ich hatte das Problem, ich habe euch das ja gesagt, manche, also hier von der Schwierigkeit, das hier heißt nicht, dass diese beiden Missionen gleich schwer sind. Auch hier, das lässt nicht unbedingt darauf schließen, wie es so aussieht. Man könnte ja meinen, hier kann man potenziell mehr Geld bekommen, also ist die Mission schwieriger. Hier kann man aber potenziell mehr Loot bekommen. Sagt aber trotzdem beides nichts aus, wie schwierig das ist. Könnte auch sein, dass das hier so eine totale Killer-Mission ist. Ich hatte zum Beispiel immer mal Missionen, super geil, da muss man gleichzeitig eine Basis verteidigen, eine andere angreift. Und da sind dann Wellen von Gegnern irgendwie gekommen und immer als Verstärkung und das war ultra schwierig. So, da, die habe ich, also einmal habe ich so eine Mission geschafft, einmal musste ich eine abbrechen, aber auch die geschaffte hat mich zwei Mechs gekostet, die komplett zerstört waren und einen Piloten tot. Ist dann aber so, kann man nichts machen. Wobei, nee, Pilotentod stimmt nicht, das war nämlich von was anderem. Oder halt schwere Verletzungen, so dass der Pilot wieder ewig raus ist. Ja, hier sowas, ne? 79 Tage. Also, das ist, ne? Der ist jetzt ein paar Wochen für das Spiel quasi raus. Und das ist ziemlich doof. Hier auch. Naja, und bei den Mechs, wir hatten das ja auch so eingestellt, dass wenn der Center zerstört ist, dass der Mech dann auch wirklich kaputt ist und nicht mehr reparabel. So ist es halt im Tabletop auch. Ja, und Mac-mäßig, wir können mal hier so ein bisschen durchgehen, habe ich einiges an Beute gemacht. Zum einen hier so eine Crab, finde ich super geil, ist zum einen vom Design cool. Der macht auch richtig hier in dem Spiel, wenn man einen Nahkampfangriff macht, nutzt er diese Scheren ja, greift damit quasi den Gegner manchmal an, das ist ganz cool. Der Mac an sich ist auch ziemlich cool, komplett energiewaffenbasiert, relativ schnell. 50 Tonnen, kann nicht springen, okay gepanzert, sogar eigentlich ziemlich gut gepanzert für seine Tonnage und ja, halt vor allem mit Energiewaffen ausgestattet und das funktioniert echt gut. Ein Archer haben wir inzwischen, hatten wir glaube ich in einem anderen Video auch schon, ist gerade ein bisschen im Arsch, wird gerade repariert. Super geil, echter Killer, nur halt nicht wirklich schnell, dafür gut gepanzert und kann nicht springen. Was habe ich noch Spannendes? Ein Black Knight habe ich erobert. Super cool, habe ich noch nicht eingesetzt. Der ist noch in Reparatur und Ausrüstung. Extrem energiewaffenlastig. Deswegen muss man da auf Wärme und ähnliches gucken. Aber ein richtig cooler Mech. Ja, den habe ich neu, wie gesagt, noch nicht eingesetzt. Den Thunderbolt SS, weiß ich nicht, ob der in einem der letzten Videos schon dabei war. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Der SS ist mit, finde ich, die stärkste Variante vom Thunderbolt. Hat ordentlich Waffenaufhängung, hat auch gut eine gute Auswahl, also man kann gut verschiedenes Zeug ausrüsten, keine AKs leider, aber viel Energie, bisschen Raketen. Alter Bekannter. Ich habe endlich einen Phoenix Hawk erobert. Mega geil, ich finde den ja so cool. Also zum einen klassisch im Tabletop und auch hier diese neuere Version, finde ich, sieht ziemlich geil aus. Er hat auch hier schön hier so John Woo-mäßig so, ne, Doppelpistole halt. Ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich daran, wie ich den ausgerüstet habe.
Der hat auf jeden Fall hier tatsächlich nur einen Large Laser und ich glaube genau ein Medium und zwei MGs. Hat aber, also Panzerung ist nicht so geil, ist sogar ziemlich scheiße eher, kann aber ziemlich weit springen, ist auch relativ schnell. Und der hat hier so einen Bonus hier, Vector Thrust Kit. Macht nämlich Bonus Damage, nachdem ich gesprungen bin. Also erstmal kriegt er einen Bonus auf die Sprungdistanz und wenn ich gesprungen bin, mache ich danach wohl mehr Schaden mit allem, mit Waffen, mit Nahkampf, wie auch immer. Sehr geil. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe den ganz neu. Der ist gerade erst fertig geworden. Aber bin ich sehr gespannt. Ich finde, das sieht so geil aus, das Ding. Ja, dann habe ich noch einen Orion. Ein super krasser Mech, auch im Tabletop. Hat eigentlich in fast allen Varianten immer das Problem, dass er sehr heiß wird. Ist hier auch der Fall, aber geht noch. Der hat ziemlich viele Waffenaufhängungen, also ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn ausrüsten kann. Ich habe jetzt hier so eine Variante, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob der V der Standard ist. Auf jeden Fall gibt es ein paar verschiedene Varianten und dementsprechend sind auch die Waffenaufhängungen leicht unterschiedlich. Ich bin von der Standardbewaffnung auf jeden Fall abgewichen. Meiner hier hat eine AK-10, zwei Medium Laser und eine LSR-15. Ist also relativ gut für Support. Ich habe den auch so gemacht, dass der Heatsink-technisch gut ausgerüstet ist. Also hier seht ihr ja Hitze, Effizienz. Der kann eigentlich immer alles die ganze Zeit schießen und hat Spaß dabei. Ist super krass gepanzert, kann nicht springen. Ist auch jetzt nicht so besonders schnell, aber ist echt völlig okay. Ich hatte das ausprobiert. Er hat jetzt auch relativ viel Munition dabei. Das ist eigentlich gar nicht so viel für diese Waffensysteme, aber ich hatte am Anfang das Problem. Da hatte ich, glaube ich, noch einen Laser mehr oder Heatsink mehr. Ich weiß nicht, irgendwas anderes noch mehr. Dass er dann tatsächlich hier out of ammo gelaufen ist. Aber so kommt man eigentlich immer ganz gut durch die Mission. Inzwischen sind die Missionen eh so, dass ich hatte ja am Anfang mal irgendwann gesagt, es reicht immer, wenn man eine Tonne Munition nur dabei hat. Inzwischen sind die Missionen aber so, dass das teilweise nicht mehr stimmt. Also ich bin jetzt hier mit dem Handspeck, mit der Doppel-AK-5 und mit 3 Tonnen Munition tatsächlich schon mal leer gelaufen. Der Vulcan, wo ist er denn? Ah ne, der ist kaputt gegangen. Okay, ich hatte ja so einen Vulcan mit MGs und MG-Munition ist eigentlich immer, dass die ewig hält. Ständig Munition aller. Also da muss man inzwischen schon ein bisschen gucken. Hier so ein Quick Draw auch erbeutet. Ziemlich interessanter Mech, weil super schnell ist der einer der leichtesten schweren Mechs. Muss man normalerweise immer am Anfang direkt Feuer drauf fokussieren, weil der nicht so viel aushält. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich ihn ausgestattet habe. Ich habe den garantiert ein bisschen aufgepanzert, weil muss sein. Ja, ansonsten Wolverines, wie gesagt, 2 Stück gerade hier. Ich weiß nicht, ob das auch im letzten Video mal war. Ich hatte zwischenzeitlich sogar mal 3, dann ist wieder einer kaputt gegangen, bla bla. Kann man immer ganz gut einsetzen. Und naja, insgesamt ist das schon gar nicht schlecht. Also mal angenommen, die wären hier alle repariert, dann könnte man schon richtig krass was aufstellen. Also wenn ich überlege halt, ich habe meistens Archer Thunderbolt gespielt und habe dann dazu Wolverine und irgendwie ein Vulcan oder irgendwas Leichtes noch genommen, Assassin oder so. Aber wenn man das jetzt hier alles reparieren würde und man würde wirklich Archer, Black Knight, Thunderbolt und Orion spielen, wäre das schon ziemlich krass. Da ist man halt nur nicht mehr wirklich großartig beweglich oder schnell. Müsste man vielleicht mal gucken. Ja, ihr seht, 40 Tage völlig krank. Ihr seht, dass hier einiges noch zu reparieren ist. Und ja, auch Piloten teilweise außer Gefecht sind. Aber wir haben trotzdem genug Mechs, um direkt eine Mission zu machen. Und deswegen machen wir das auch. Hier zum Beispiel, ne? Auch gleiche Schwierigkeit, aber hoher Loot, sehr hohe Bezahlung. Sollte ja eigentlich irgendwie recht easy sein. Ich glaube, das ist so eine Mission, genau, wo man eine andere Lanze noch mit dabei hat. Könnten wir machen, ist nämlich ganz lustig zu gucken. Ich weiß noch nicht von den Mechs. Ja, Orion, Phoenix Hawk ausprobieren, Crab dazu und Wolverine. Könnte man machen, ist nicht so überragend. Hätte ich ja lieber noch was Fettes mit dabei. Wir machen einfach mal fürs Video. Ich überlege gerade, ob wir vorspulen, dass wir den Thunderbolt kriegen. Dann könnten wir auch hier einen Thunderbolt einsetzen, den Phoenix Hawk ausprobieren, dazu die Crab. Ist immer noch nicht überragend. Und der Thunderbolt. Na, wir probieren es einfach mal so.
Mal gucken, ob der Darius uns jetzt hier wieder sagt, so, oh hier, das ist aber ein bisschen wenig Drop-Tonnage, das macht er nämlich manchmal, wenn man irgendwie. Ach so, nee, kann ich gar nicht, weil ich schon einen Vertrag angenommen hatte. Genau. Ich habe einen Vertrag hierhin angenommen, da wurden mir, glaube ich, dann die Reisekosten bezahlt. Deswegen muss ich den jetzt erst machen. Okay, dann machen wir den halt. Wir nehmen trotzdem den Orion mit. Crap, wir werden den Phoenix Hawk auf jeden Fall ausprobieren. Und ich nehme den Hunchback noch tatsächlich anstelle von dem Wolverine. Haben auch hier noch 2er Schwierigkeit. Jetzt muss ich nur mal mit dem Piloten gucken. Ihr seht auch die Werte, da bin ich jetzt vorhin gar nicht so drüber gegangen. Ich habe die ersten 10er Werte erreicht und das ist natürlich richtig geil. Genau wie hoher taktischer Wert, da kann man sich nämlich mit dem Mac fast vor den anderen stellen und trotzdem LSR und sowas schießen ohne irgendwelche Abzüge. Das ist ziemlich geil. Trotzdem muss ich natürlich immer gucken, dass ich die anderen auch mit hochziehe. Deswegen darf auch hier der Lumpi oder die Lumpi mit dabei sein. Ich werde es, glaube ich, so machen. Ich nehme einen zweiten nicht ganz so geilen Piloten und dann noch einen geilen Piloten mit. Also ihr seht das hier von den Stats, das ist schon ziemlich nice. Aber den werde ich in die Crab setzen, weil ich habe festgestellt, dieser Skill hier, Coolant Vent, habe ich sonst eigentlich kaum mitgespielt, immer eher andere Sachen geskillt. Ist aber richtig geil, wenn man das einsetzt, weil der Mac direkt ordentlich Hitze verliert und die Crab heizt ordentlich auf. Ist also schon nicht schlecht. Okay, wir werden so einfach mal spielen und gucken, was es gibt. Ich weiß auch gar nicht, achso, hier oben steht es ja Battle, also eine ganz einfache Fast-Forward-Mission, einfach ein bisschen nach vorne laufen, alles kaputt machen. Das denke ich, kriegen wir hin. Mal einen Schluck Kaffee, vielleicht werde ich dann ja hier ein bisschen wach wieder. Guten schwarzen Junge. Okay, Begin Mission. So, Destroy Enemy Units. Da gibt es dann vielleicht noch ein bisschen Verstärkung oder irgendwas, aber es ist mir alles relativ latte. Wir rennen einfach nach vorne. Wobei, ich werde hier rechts rumgehen, denn da hat man balltechnisch immer ganz gut Deckung. In so einem Waldgebiet hatte ich auch schon mal in einer Mission, ist man natürlich mit den Mechs, also am Anfang habe ich hier die ganze Zeit nur mit Springern gespielt. Okay, da ist die Verstärkung. Vielleicht gehen wir, genau, ich werde abdrehen und erst hier komplett auf die Verstärkung gehen. Ich habe ja eigentlich komplett nur mit Springern gespielt und jetzt haben wir hier einige Mechs bei, die das nicht können. Also die Crab kann es nicht, der Hunchback nicht und der Orion sowieso auch nicht. Deswegen müssen wir mal gucken. Da ist man dann, wenn man komplett so in Wäldern zwischen den Bäumen steht, nicht so geil dran. Übrigens sehr cool wieder hier mit dem Lichteinfall. Also ich finde, das sieht schon, obwohl die Grafik gar nicht so ultra krass ist bei dem Spiel, sieht das schon ziemlich nett aus. Einmal den Phoenix Hawk von Namen gucken. Auch hier finde ich mit den Lichteffekten, wie das Licht auf den. So kann ich jetzt hier nicht mehr. Okay, zu nah rangezoomt, dann kann man nicht mehr scrollen. Keine Ahnung. Doch, kann man wohl. Naja. Okay, ja, auf jeden Fall ganz cool. Orion auch ganz cool. Ist vom Mac-Design, wie der aussieht, jetzt nicht besonders schick, aber ist okay. Ich mache immer gerne am Anfang erstmal Reserve, damit ich in der Initiative etwas sinke und lasse erstmal die Gegner bewegen. Sollen die sich alle erstmal irgendwie vernünftig hinstellen oder im Idealfall eben auch nicht so vernünftig? Da ist schon eine blöde Position. Ich hätte am Anfang noch weiter rechts laufen sollen, aber da wusste ich ja nicht, dass von da Verstärkungen kommen, weil jetzt sind wir natürlich hier genau in der Mitte. Aber wir gehen einfach hier ein gutes Stück rüber. Ich will auf jeden Fall mit irgendjemandem Sicht kriegen, damit ich mit sowas wie ihm hier zumindest die LSR indirekt schießen kann. Wenn ich das richtig sehe, komme ich mit niemandem, außer vielleicht dem Phoenix Hawk, hier vernünftig ran. Das ist keine ideale Position für diesen Mech, aber wir machen das einfach mal. Okay, und da haben wir auch eine Crab. Ja, die sind jetzt alle noch relativ gut hier verschanzt. Aber ist egal, die ersten Schüsse werden auf jeden Fall gefeuert. Mal gucken, kann wieder sein, dass die nicht komplett aufgepanzert. Ah, doch, sind sie wohl. Manchmal ist das in Missionen, dass die Gegner nicht komplett aufgepanzert sind. Okay, die Crab hat trotzdem schon Sicht. Dann gehen wir doch so. Das hier wäre bei dem Battletech Tabletop so gut wie unmöglich, da durchzuschießen, weil da ist es
Es gibt leichten und schweren Wald und ein Hexfeld war, oder es war immer so, drei leichte Wälder oder einen schweren, einen leichten am Stück, dann kann man da nicht mehr durchschießen. Deswegen keine Ahnung, aber hier zählt das ja eh alles ein bisschen anders. So, und ihr seht, die Crab macht auf jeden Fall Hitze. Ich werde deswegen auch nicht mit allen Waffen schießen, weil bei denen geringen Trefferwahrscheinlichkeiten. Und bei der Schadensreduktion muss das jetzt am Anfang noch nicht sein. Okay, auch er kann direkt schießen. Komisch, dass mir das gerade alles nicht wirklich angezeigt wurde. Crab ist eigentlich ein blödes erstes Ziel, weil die, selbst wenn man alles Mögliche kaputt und abschießt, noch relativ ja, stabil ist. Da kann halt nichts explodieren, hat keine Munition. Aber was soll's. Hatten jetzt nur auf den Sicht und so haben wir zumindest schon mal ein bisschen angefangen, Schaden zu verteilen. Den werde ich gleich als erstes wieder bewegen, denn ja, ne, nicht so super dieser Evasion-Wert. Und auch wirklich wenig Panzerung. Deswegen ist das kein Mech, der irgendwie viel aushalten sollte. Ich finde das so geil mit diesen beiden Knarren. Im ursprünglichen Design, in der Standard, Konfiguration auch, hat er halt im rechten Arm den schweren Laser. Hat er hier, glaube ich, auch. Aber dementsprechend hatte der quasi da immer wie so eine Knarre in der Hand, in der anderen nicht. Deswegen voll geil, dass der jetzt hier in beiden Händen einfach so eine Knarre hat. Tja, und jetzt ist ja schon das Ding. Eigentlich sollte man ja springen und dann schießen, wegen dem Bonusschaden. Da muss man nur mit der Hitze gucken. Okay, wir sind jetzt aber mal einfach richtig greedy und springen hier komplett rein. Ich würde aber gerne dann den Small Laser mitschießen. Wollen wir natürlich nicht in den Rücken schießen lassen. Okay, nee, machen wir einfach mal das. Und auch wenn ich das Ziel jetzt wechsle, weil er hier noch, oder ich wechsle das Ziel nicht. Ich wechsle das Ziel nicht. Gehen wir auf ihn. Geht sogar. Und ja, ich weiß nicht, ist jetzt hier 48 Damage wegen meinem Bonus-Ding? Könnte sein. Medium Laser macht nämlich normalerweise nur 25, der macht jetzt 30. Ist natürlich schon ganz cool. Also wenn das der Bonus ist durch Springen, weil er halt dieses irgend so ein System da eingebaut hat. Kann man auch nicht ausbauen, das ist immer fest mit den Mechs verbunden. Das dachte ich halt am Anfang. Es gibt manche Sachen, also Cockpit-Mod und alles Mögliche, das gab es ganz am Anfang hier noch gar nicht. Was man halt in verschiedene Mechs setzen kann. Aber das ist halt was, das ist irgendwie mech-spezifisch und das kann man nicht ausbauen. So, jetzt müsste ich gucken. Oh, hier ist ein Rifleman, übrigens in einer sehr geilen Variante. Auch das ein Design, was in diesem, also ist ja ein Anziehen, aber was hier in dieser neuen Ausführung echt cool aussieht, finde ich. Hätte ich gerne als Beute, da habe ich irgendwo auch schon so ein Teil von. Ja, okay, die Crab hat jetzt nicht mehr diesen Eingebuddelstatus, also sie ist entrenched, aber ist halt hier in einem Wald. Wir werden auch weiter jetzt auf die Crab gehen. Okay, mehr als zwei Evasion kriege ich nicht mit dem Handspeck, brauche ich auch eigentlich nicht. Mal gucken, hier sind die Werte, okay. Wir werden trotzdem Precision Strike machen, einfach um noch höhere Trefferwahrscheinlichkeit zu erhalten. Ich habe eine unheimlich hohe Moral, habe da ja auch am Anfang immer mega Geld reingesteckt bei diesen Financial Reports. Und deswegen, weil die Moral so hoch ist, kriegen wir, glaube ich, pro Runde 30 Resolve oder so. Ne, 26 steht da jetzt. Ich habe irgend so ein System eingebaut in einen Mech, wo ich immer extra Resolve kriege. Ach, gehen wir ran, Arschlecken. Schießen jetzt auch alle Waffen. Das ist halt das, was ich meine. Der ist jetzt schon echt ordentlich angefressen, ist auch schon ein Arm ab, aber das ist eigentlich völlig egal bei dem Mech. Weil der hat immer noch ein paar Waffen, ist immer noch im Nahkampf auch, ja, was heißt gefährlich, zumindest kann er halt Schaden machen. Das war eine voll dämliche Aktion von dem Rifleman. Er hat jetzt was, einen Large Laser geschossen oder was? Ein. Normalerweise sollte der auf eine vernünftige Distanz gehen und dann seine ganzen Waffen schießen. Sieht trotzdem so aus, als wären die alle nicht komplett aufgepanzert, weil hier was fehlt. Er hat nur 450 von 600, manchmal ist es noch geringer. So, und hier gucke ich jetzt mal. Ne, das ist ja meine Crab. Ich werde hier auf die Crab schießen und sekundär die LSR auf.
Den Rifleman, oder kriege ich das auch hin? Ja, so werden wir es machen. Einfach alles hier drauf. Vielleicht kriege ich den jetzt kaputt. Der hat im Center nur noch 64 interne Punkte. Ja. Hat aber auch gut zweimal den Center getroffen. Sowohl mit der AK als auch mit irgendwas anderem noch. Ich meine, man kann sich irgendwo auch anzeigen lassen, wie der was auswürfelt und ausrechnet. Kann auch sein, dass es gar nicht stimmt. Ich gucke gleich mal. Aber ich meine, dass es so eine Protokollfunktion oder sowas gibt. Da sieht man dann, wie der aufgrund von welchen Wahrscheinlichkeiten was erreicht hat und so bei Schüssen und sowas. Komma. Erstmal nochmal einen lecker Schluck Kaffee hier. Jetzt bin ich genau in der Position, was ich gerade gesagt hatte. Ich stehe jetzt genau zwischen diesen beiden Lanzen, deswegen laufe ich tendenziell weiter hier rüber. Auf den Rifleman gehen. Naja, die Crab war ja zerstört. Das ist, glaube ich, der wieder mit der LSR, ja. Der hat auch nur LSR. Eigentlich sollte der hier das nächste Ziel sein. Ja, machen wir auch. Crap jetzt bei mir auch schon ein bisschen angefressen hier in dem Arm. Der ist bald weg. Wird jetzt auch weiter von der linken Seite beschossen, aber irgendwas ist halt immer. Ganz gut getroffen. Ein Laser ging daneben. Man ignoriert übrigens diese Schadensreduktion, wenn man von hinten, also wenn man in den Rücken schießt. Das ist ganz cool. Und auch durch sowas wie den Breaching Shot, den ja manche Piloten bei mir inzwischen haben. Hier übrigens voll geil, da wäre ich eigentlich schon der Minimalreichweite für die AK-5, aber da der Pilot so gut ist, hier der Lumpi oder beim Taktikwert schon genug hat, habe ich trotzdem eine 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit, obwohl ich so nah dran bin. Deswegen alles drauf. So, mit dem Phoenix Hawk muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ne, die MGs würde ich schon gerne noch mitschießen. Wir machen mal das hier und gehen mit ihm auf den kleinen Locust. Zum einen, weil er nicht viel aushält. Zum anderen, weil ich glaube, ich vielleicht noch genau nicht in den Rücken schieße, weil ich mich doof positioniert habe. Okay, immerhin. Torso Arm ab, damit verliert er einen Teil seiner Waffen. Könnte er gut Hitze kriegen. Ich weiß nicht genau, wie das bei der Variante ist. Jo. Krass. Ja, bei sowas übrigens geil, wenn man jetzt einen Mac mit Flamern dabei hätte und man würde jetzt hier Flamer draufhalten und der geht hier weiter hoch. Der bekommt nämlich Schaden oder man bekommt intern Schaden direkt, wenn man hier überhalb so von so einem Hitzelimit ist. Das wäre ziemlich geil. Und zum anderen könnten wir den vielleicht schon fast abschalten, weil der halt so hoch ist. Ich habe aber nichts mit Flamern dabei. Jetzt mal kurz überlegen. Der Orion muss nicht unbedingt so nah ran. Genau. Wir wählen mal die Position. Ich bin jetzt hier nicht so gut geschützt, will jetzt aber auch ein bisschen provozieren, dass die alle hier vielleicht nicht auf die Crab von mir schießen, sondern eher auf den Orion, denn der hat sowieso genug Panzerung. Handspeck kann sowas auch durchaus ab. Nicht allzu lange, aber eine ganze Zeit. Er ist ein bisschen besoffen. Nein, der hat natürlich schon so Stabilitätsschaden, dass er da irgendwie wankt. Ja, genau. Alle auf den Orion, bitte. Nicht auf die mittleren Max. Hier ist eine ganz gute Position, jetzt mal mit dem Phoenix Hawk einfach zu laufen. Trotzdem hoffe ich natürlich dann, dass nicht er beschossen wird. Na, immer noch keine schlimmen Schäden bei dem, also kein Arm ab oder so. Ja, das ist echt Kacke.
Also der Phoenix Hawk ist jetzt, hat jetzt nur einen Evasion Marker. Da möchte ich natürlich nicht, dass die wirklich drauf schießen. Deswegen werde ich jetzt einen zweiten Mercury Crab noch relativ schrottig hinstellen. Trotzdem werden die wahrscheinlich auf den Phoenix Hawk gehen. Ich bleibe auf dem Rifleman. Ich kann zum letzten Mal alles schießen und bin noch nicht, also habe noch nicht dieses Warnzeichen gekriegt. Das ist immer das Problem bei den Mechs, die die Waffen im Arm haben. Ist eigentlich also beim Tabletop besser, weil man einen erhöhten oder einen erweiterten Schussbereich hat. Also man kommt einfach weiter, der Firing Arc ist größer. Hier bei diesem Spiel wirkt es sich, glaube ich, so aus, dass man eine noch bessere Trefferwahrscheinlichkeit hat, wenn es eine Armwaffe ist, die schießt. Ja, genau. Bei MechWarrior 5 ist das super umgesetzt. Da hat man nämlich, wenn Waffen im Arm sind, natürlich ist das anfällig, aber zum einen bewegen die sich viel schneller. Also so, man geht, wenn man mit dem Fadenkreuz zieht, kommen die Waffen viel schneller hinterher und man hat einen viel weiteren Schussbereich als mit Torsowaffen. So, ich stelle den Hanspecht jetzt hier neben den P-Hawk einfach und zwar auch in relativ schlecht. So können Sie sich im Prinzip das Ziel jetzt aussuchen. Mir wäre lieber, die schießen auf den Hunchback. Okay, und auch der Hunchback geht mit allem nochmal auf den Rifleman. Okay, linke Bar. Ja, sehr schön. Schade natürlich, dass der Center zerstört ist. Ich hätte den gerne als Beute. Na, nicht gut. Ich meine auch, der 45-Tonnen-Mech, der hat ja durchaus ein bisschen Panzerung, aber das ist nicht viel. Also die 680 Punkte, weiß ich nicht. So, was machen wir hier? Ganz gut, Evasion. Und natürlich dann blöd für die LSR. Ich könnte mit dem weiter hier auf Distanz bleiben. Ich werde einfach mal hier auf den kleinen Locust gehen, obwohl er so eingebuddelt ist, aber der hat schon fast gar nichts mehr. Da wird ein Medium Laser im Center sogar reichen und der ist schon weg. Okay, wenn man natürlich mit der stärksten Waffe, die der Mech hat, direkt im Center trifft, umso besser. Das heißt, wir haben jetzt effektiv, okay, der Javelin mit den LSR steht noch, aber wir haben effektiv hier diese Verstärkungslanze schon gleich aus dem Weg geräumt, ohne wirklich selber großartig Schäden zu kriegen. Ja, okay. Gerade gesagt und natürlich geht jetzt direkt bei ihm hier der Arm kaputt. Aber ich sage, den sollte man eh nicht so hinstellen. Naja. Zum Glück war es der linke Arm, nicht der rechte. Da ist die Hauptwaffe. Trotzdem war das ziemlich schlecht. Das war jetzt gerade so ein Reaching Shot. Wenn man mit einer einzelnen Waffe schießt, dann ignoriert man Deckung und ähnliches. Okay, die Crab wird jetzt hier einmal in den Nahkampf gehen, einfach wegen der Hitze. Und so kann sie wieder ein bisschen Hitze abbauen. Dem Handspeck werde ich einfach mal dasselbe machen. Torso links, Torso rechts ab. Weiß gar nicht, was da kommt. Ein Hunchback habe ich, glaube ich, gesehen. Mein Hunchback hier übrigens 4G ist der Standard. Der hat eigentlich, genau, eigentlich sieht der so aus. AK-20, zwei Medium Laser und Small Laser. Ziemlich geil. Meiner hat halt zwei AK-5, weil warum nicht? Ist ganz gut Fire Support mäßig und passt da rein. Trotzdem ist eine AK-20 immer Kacke. Dann aber erstmal den Jenner, denke ich, nehmen. Ja. Javelin hat keine Waffen mehr, weil ich glaube im rechten Torso, wie er das ja 15 ist.
jetzt nochmal in Nahkampf zu gehen, wäre nicht so gut, weil der halt nur bis dahin läuft. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Im Tabletop wäre man jetzt hier so einen Bogen gelaufen, hier vielleicht hin und hätte dann Nahkampf gemacht. Hätte dann trotzdem ganz gut Ausweichmöglichkeit. Aber wenn ich das mit ihm jetzt hier mache, dann stellt er sich nur, geht er nur dieses eine Feld, stellt sich dahin und hat so gut wie gar nichts. Und das ist halt voll scheiße. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht machen. Also hier nach vorne zu gehen, würde den zum Ziel Nummer 1 machen. Und ich will die AK-20 eigentlich nicht abkriegen. Ich meine, ich krieg's jetzt sowieso ab, aber... Ja, nicht toll, aber wir werden mal das hier machen. Ich sage ja eigentlich immer, dass man auf einem Ziel bleiben sollte. Ich gehe jetzt hier trotzdem schon mal auf den Handspeck mit. Ja, okay, oder auch nicht, obwohl ich 80%ige Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Aber so baut er jetzt nochmal ein bisschen Hitze ab und kann jetzt gleich wieder eingreifen. Nein, da war die AK-20 80 Schaden, weil ich hier leichte Schadensreduktion habe. War zum Glück auf dem Orion. Trotzdem nicht gut. Jenner nicht so gute Trefferwahrscheinlichkeit. Okay, gehe ich jetzt mit ihm auch auf den Handspeck. Obwohl er keine Schadensreduktion hat. Tja, Piok hat nur noch einen Large Laser und eine MG. Ist natürlich echt nicht so geil. Was hat denn da so viele LSR? Ein Katapult vielleicht? Oder ein Trebuchet? 65 Tonnen ist ein Katapult. Der Orion. Ja, Nahkampf? Nee. Ich werde echt auf den Jenner, glaube ich, gehen. Das heißt, ich werde dann zwar nochmal die AK-20 fressen, aber auch er hat ja ganz gut Waffen. Oh, AK-10 daneben, blöd. Okay, Hälfte Waffen ungefähr weg mit dem Arm. Aber immer noch nicht wirklich viel Schaden gemacht. Ja, das ist, das Katapult da hinten steht halt super geil. Der kann jetzt halt permanent von da hinten schön Feuerunterstützung geben. Der Drecksack. Jetter mit der Evasion. Ich werde jetzt nochmal auf den Handspeck gehen. Oder, ja. Was für ein Schwachsinnszug. Ich meine, Sensor Lock, okay, aber er hatte nichts an Hitze, hat hier gerade die stärkste Einzelwaffe im ganzen Spiel gerade. Und stellt sich jetzt so hin, dass er mit dem Rücken zu mir steht. Also sowas checke ich da nicht bei der KI, weil eigentlich ist die KI jetzt nicht völlig kacke. Die ist nicht besonders gut, aber nicht völlig kacke. Aber sowas wie das ist ja das Dümmste irgendwie, was man überhaupt machen kann. Ich meine, was soll denn das? Dann stelle ich mich hier hin. Okay, bin ich ein gutes Ziel fürs Katapult? Ist aber nicht so schlimm. Oder auf irgendwas schießt er sowieso. Also ich gehe jetzt hier hin, werde sogar einen Cold Shot machen. Na, hat er Glück gehabt, ist nicht wirklich was kaputt gegangen, aber halt hinten alles offen. Ihr seht, das im Center reicht jetzt auch schon wieder. Ja, okay, ein Medium Laser reicht nicht. Deswegen gehen wir jetzt auch mit dem Phoenix Hawk auch auf... Wobei, nee, wir können ja einfach mal springen schießen. Da sehen wir nicht. Uns selbst blockieren. Hier 95%. Vielleicht treffen wir ja genau den Center hinten. Nee, schade. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill, aber
Der muss halt weg. Sonst haben wir nämlich nur noch diese beiden kleinen Kackklappen und das Katapult. Wobei ich glaube, da müsste noch irgendwas sein. Eins, zwei, drei. Nee, ist alles. Übrigens auch sehr geilen Akzent, den die Olle da hat. Ja, das ist jetzt nicht so hier der Superhelden-Move, aber ist mir egal. Ich räume die jetzt hier einfach alle nacheinander ab. Den Jenna, den hätte ich noch ganz gerne weg. Na, ja, nicht ideal, aber. Aber natürlich super geil. Genau den Center getroffen. Bam, Jenna weg. Das mit der nur 60%igen Trefferwahrscheinlichkeit. Okay, Hanspeck macht das, was ein Katapult. Ist übrigens Katapult C4 sehr geil. Hat nämlich zwei LSR-20 sogar. Dafür nur zwei Small Laser. Aber das finde ich mega geil. Also, das ist einer der besten Feuerunterstützungsmax, finde ich, weil zweimal diese Mega-Waffen bei gerade mal 65 Tonnen und springen kann er, meine ich, trotzdem noch. Ja, ist schon richtig fett. Das heißt, er kann sich eigentlich im Spiel immer perfekt positionieren, stellt sich auf irgendeinen Berg und ballert dann das ganze Spiel lang nur diese LSR-20, bis die leer sind. Super geil. Auch, ich meine, er kann jetzt eh nichts mehr viel machen. Auch ein Spieler könnte nicht mehr viel machen. Aber ein Spieler wäre jetzt, was weiß ich, da oben hingesprungen, hätte geschossen oder so. Sich direkt davor zu stellen und diese LSR zu schießen, natürlich völlig dämlich. Ihr seht das, der Orion wird langsam, aber stetig immer heißer. Ist nicht so schlimm jetzt, ist ja eh hier fast um. Man wird jetzt sonst gleich einmal mit dem in Nahkampf gehen, damit der wieder ein bisschen abbaut. Ebenso wie mit der Crab. Okay, ich muss irgendwas nicht mitschießen. Hier schießen wir einen Medium Laser nicht mit. Ja, weg sind die beiden LSR. Geil, 95%, aber daneben. Naja, 95 sind halt nicht 100, ne? So, und hier ist jetzt auch wieder das Ding. Ich würde gerne in den Nahkampf, aber ich habe eigentlich genug Bewegung, um da hinzugehen und dann von hinten zu schlagen. Kann ich aber nicht. Es geht mir echt richtig auf den Sack bei diesem Spiel. Ja, machen wir so, schießen jetzt einmal die AKs nicht mit. Wobei der wahrscheinlich aktuell hinten mehr Panzerung hat als vorne. Hat einen Spaß, der Pilot. No. Das war's wohl. Gucken wir mal nach Beute. Ich hoffe auf einen Rifleman 4D-Teil, weil ich meine, ich habe da schon eins von. Ja, das ist natürlich richtig kacke. Drei Max beschädigt, also so, dass ich die richtig reparieren muss. Katapult C4. Da ist ein Rifleman-Teil. Ja, und dann nehmen wir das Katapult-Teil nehmen. Man könnte jetzt auch überlegen, hier so eine verbesserte Waffe zu nehmen. Nö. Zack. Jetzt habe ich von beiden jeweils zwei Teile danach. Okay, cool. Haben wir sogar noch andere Mech-Teile zugeteilt. Und die geile AK-20 hier. Nicht schlecht. Ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, Rifleman ist auch eigentlich nicht der ideale Mech, aber ich hätte ganz gerne noch so ein Fire-Support-Ding hier. Das, was eigentlich jetzt im Moment dieser Hanspeck hier macht, so wie ich den ausgerüstet habe, aber ist halt nicht geil. Also 2 AK-5, 2 Medium Laser ist nicht fett. Und ja, eigentlich ist das nicht so geil für einen Hanspeck. Ja, und jetzt haben wir wieder die Situation, wir müssen erst Zeit vorspulen, weil bis auf 2 Mechs alles im Sack ist hier. Reparieren. Okay, hier müssen wir refitten, weil irgendwas im Arsch ist. Arm ab halt, ne?
Zack, replace, Medium Laser und ein MG. Okay, machen wir den Medium Laser wieder da rein und ein MG auch. Ja, ihr seht's, ne? Panzerung madig, ist alles eigentlich nicht so geil, aber der ist halt hochmobil und ja, der sollte sich halt nicht so einen Arm abschießen lassen. Jetzt kann man halt hier oben noch gucken, dass man wieder die Max, die kurz, also zum Beispiel hier der Hunchback und die Crab mit einem Tag, dass man die nach oben schiebt. Einfach damit wir nicht so ewig lange vorspulen müssen, um die nächste Mission zu machen. Pilot mit 2 Tagen. Also dann könnte man eigentlich in der Zusammenstellung wieder nochmal spielen wie gerade. Wobei, nee, ich kann einfach den Wolverine nehmen. Ich lasse das mal. Geht tatsächlich nur die 2 Tage oder so nach vorne. So, und jetzt habe ich nämlich hier genau wieder genug Max zur Verfügung, um eine Mission anzugehen. Halt gleiche Zusammenstellung wie gerade, nur anstelle vom P-Hawk dann den Wolverine. Piloten auch wieder fresh. Wir können ja mal eben gucken, ob wir noch ein paar XP verteilen können. Ja, er ist noch ewig lange verletzt. Also ist gerade scheißegal. Er hier, ja, ich würde lieber eher noch auf Tactics und Gunnery gehen, deswegen warte ich da mal noch. Gehen wir ein bisschen, ach, machen wir einfach beides hoch, Arschlecken. Das ist einer von diesen, ja, Piloten, außerdem hat die so eine scheiß Stimme. Okay, hier warte ich, da will ich erst Gunnery höher machen. Hat zwar viel XP, aber ich kann nichts contributen, also verteilen, weil die Werte eh alle schon so ziemlich hoch sind. So, der Unit Leader, sehr geil. Da gehen wir jetzt hier bei Tactics aufs Maximum. Das ist geil, hat er schon 2 Zehner-Werte. Okay, und er kann noch nicht. Mal eben gucken, was hier an Teilen ist. Wenn ich zum Beispiel... Geil, hier Stalker, super geiler Mech. Ist aber nicht wirklich was da. Okay, die kaufen wir einfach mal. Sogar 2 von. Ah, es sind aber unterschiedliche, scheißegal, kaufen wir trotzdem. So, was ist das denn? Okay, bezieht sie das auf alle Waffen? Sogar 3 Tonnen statt nur eine wie normaler Heatsink, aber macht wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, bei allen Waffen minus 15% Wärme. Ist nicht ganz billig, kauft das Ding trotzdem mal. Wäre dann ideal für sowas wie bei der Crab oder so, wo halt ganz viele Energiewaffen drin sind, die halt alle viel Wärme machen. Und da müsste das Teil dann mehr bringen als 3 einzelne Wärmetauscher eigentlich. Aber keine Ahnung. So, welche Mission wollte ich vorhin machen? Hier diese ganz teure? Ja, ne? Genau, weil da eine zweite Lanze quasi mit bei ist, machen wir die mal. Das wird wahrscheinlich echt heftig. Aber Arschlecken. Also ich weiß gar nicht, ob das das ist, aber so war das beim letzten Mal. Da war quasi eine Davion-Lanze. Die mit mir gespielt hat, die wurde aber auch durch die KI gesteuert. Die konnte ich nicht befehligen. Ja, und die hat halt so gespielt, wie die KI in dem Spiel hier ist, ne? Also relativ scheiße. Aber da die Computer, also die Gegner-KI genauso kacke war, war das dann insgesamt wieder okay. Ich bin hier schon, ich weiß nicht, ob ich das auf Video hatte in den letzten Missionen irgendwo, oder ob das offline war. Ich hatte 2-mal schon Assault Max als Gegner, einmal ein Annihilator, ultra krass, und einmal ein Atlas. Die waren aber beide nicht maximal gepanzert. Wenn euch der Text interessiert, könnt ihr ja ein Stück zurückgehen, auf Pause machen, weil
Die Spackos da von dieser verbündeten Lanze machen halt einen auf dicke Hose so. Ja, hier, ihr braucht gar nichts machen. Wir machen das alles schon. Wir sind eh die Geilsten. Geil, hier den Marauder könnt ihr mir mal direkt abtreten, finde ich. Oh, ist ein ganz cooles Camo, was die haben. Nicht schlecht. Ja, das ist halt die verbündete Lanze. Es geht halt darum, hier die Forces, also die Taurian Forces wieder gegen Taurier, kaputt zu machen. Mindestens einer von denen muss überleben. Das war beim letzten Mal auch so mit den Davion-Leuten, nur dass das natürlich nicht nur eine Lanze war, sondern dann sind da irgendwie noch Leute dazugekommen. Also Gegner-Mechs dazugekommen. Will da noch nicht direkt reinrennen, die sollen erstmal mit aufrücken hier. Weil man bei diesem Missionstyp echt vorsichtig sein muss. Man muss selber mal Feuer fressen quasi, damit nicht die Verbündeten die ganze Zeit beschossen werden. Sag mal, hier ist der Orion. Jetzt kommen wir wieder von den Initiativen. Die haben einen leichten, die haben hier einen mittleren, einen schweren Mech dabei. Na, ich warte ab. Die sollen erstmal schön rankommen. Okay, Urban Mech ist der leicht. Urban Mech, eigentlich Lattenteil, super langsam, aber es gibt einmal die Variante mit einer AK-10 und einmal eine mit einer AK-20. Die will man halt trotzdem nicht fressen, weil selbst einmal eine AK-20 ist schon scheiße. Der Sensor Lock war allerdings ziemlich cool. Urban Mech ist auch sowas, sollte man direkt wegfokussen, weil der hält nicht viel aus. Und bevor der dazu kommt, seine AK mal vernünftig zu schießen, sollte man einfach kaputt machen. Oder wenn man es halt schafft, den rechten Arm abzuschießen, dann kann man auch fast lassen, weil der hat die AK-10, der hat die auf jeden Fall immer im rechten Arm, die Hauptwaffe. Und sobald die dann weg ist, ja, macht der nicht mehr viel. Ich habe das in der vorherigen Mission vielleicht gesehen mit dem Javelin, wenn man den Gegner natürlich lässt. Okay, den Wolverine habe ich glaube ich hier noch nie gespielt. Wenn man den Gegner natürlich lässt, dann kommt er damit in den Nahkampf und macht halt alles noch, was irgendwie geht. Eigentlich wäre es dämlich, jetzt schon so weit nach vorne zu gehen. Und eigentlich wäre er auch hier das bessere Ziel, weil der nicht entrenched ist. Ich glaube, ich gehe auch eher auf ihn, weil der Urban Mech gerade die Schadensreduktion hat. Fresse ich halt einmal die AK-10. Wobei ich mich hier nicht so vernünftig hinstellen kann. Nö, gehen wir doch trotzdem auf ihn. Ihr seht es, obwohl der nicht wirklich viel verpackt, auch wenn er jetzt schon fast im Arsch ist, so ist er halt noch gefährlich, weil er seine AK schießen kann. Ja, Lumpi mit dem Handspeck. Ja, kann ich nicht die Laser noch mitschießen, ja. Jawohl. So, dann könnte man jetzt hier den Blackjack angehen. Besser wäre allerdings, es ist immer blöd, wenn man hier, okay, die Gegner ziehen jetzt nicht mehr, aber es ist immer blöd, wenn man jetzt einen einzelnen Mech hier irgendwie, weil das sind alles schlechte Positionen, also hier nur zwei Evasion-Marker. Ich meine, mit ihm könnte ich auch springen, aber, nein, nicht sprinten. Nee, mit ihm kann ich springen. Nee, auch nicht. Okay. Wolverine ohne Sprungdüsen. Gibt so eine Variante, aber eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ich den auch so ausrüste. Deswegen hat er wahrscheinlich ganz gut hier die Waffen dabei.
Ich weiß ja, dass der nur diesen oder gar keinen Evasion-Marker gerade hat. Da stehen 75 Tonner noch hinter. Ach komm, was soll's. Von nix kommt nix. Was hat er noch dabei? Ja, hier, der steht da vor dem Marauder. Wir gehen aber auf den Blackjack, weil hält weniger aus. Und hat keinen Evasion-Marker und ist nicht entrenched, wie er es gerade ist. Werden sicherlich jetzt auf die Crab schießen. Ist mir aber egal. Könnten auch hier, genau, einfach mal Resolve ausgeben. Dann kriegen wir nämlich auch den Schadensreduktionsbonus. War ja schon mal ganz gut. Ist er auf jeden Fall schon mal angefressen. Sollten wir jetzt gleich finishen. Was für ein Schwachsinnzug ist er einfach da stehen geblieben jetzt. Ne, wir warten erstmal ab. Ne, er hat noch gar nicht. Hä, habe ich irgendwie falsch geguckt gerade? Ich dachte, er wäre stehen geblieben, hat nur eine AK geschossen. New Contacts. Okay. Marek kommt auch noch raus. Marek, anderes Haus. Naja, gut. Bleiben wir mal auf dem Backcheck. Stell den Hunchback so doof hin, damit die ihn als Ziel nehmen. Weil das Feuer für eine Runde auf dem Hunchback haben, ist okay. Das ist ein Endforcer wahrscheinlich. Ja. Denn das kann er durchaus ab. Auf den Enforcer gehen. Ah, die Crab mit nur zwei Markern hinstellen ist halt wirklich doof. Doch, ich habe noch genug, um das hier einmal einzusetzen. Aber ins Offene gehen. Genau, hier sind jetzt Marek Mek schon dazwischen. Wieso beschießen die sich denn nicht gegenseitig? Die sind da eigentlich auch verfeindet. Na, nicht toll. Auch nicht toll. Alles keine guten Züge quasi. Könnte man echt fast überlegen, hier hinzugehen und dann wirklich mit Vigilance da im Offenen zu stehen. Ja, mache ich auch. Mann, und noch nicht mal kaputt. Ja, stellen wir Wolverine daneben. Also ich biete den Max jetzt natürlich echt gute Ziele hier, aber was soll's. Ja, ich denke dann jetzt auf den Marauder. Standing by.
Ja, der Marauder kann nicht mehr viel haben. Da stehe ich genau hinter meinem eigenen Mac. Das ist okay. Torso ab, Bein ab. Er kippt jetzt um. Er hat 1, 2, 3 Pilotentreffer dadurch. Ich glaube, ein Headhit hatte er auch schon, wäre der vierte. Ja, Pilot ist raus. Heißt perfekter Beutebag. Der Mac ist nämlich an sich nicht zerstört jetzt. Das ist super geil. Vielleicht kann ich den ja als Beute nehmen. Das wäre mega. Boah, da finde ich geil. Was haben wir hier noch? Shadowhawk. Enforcer, Vulkan und hier ist irgendein 30-Tonner, vielleicht Javelin. Okay, nächste Ziel Shadowhawk. Ist eigentlich ein blödes Ziel, weil der ist nicht so mega bewaffnet. Dann lieber den Enforcer, weil der recht gut bewaffnet ist, aber der hat so viel Evasion. Ey, gehen wir halt erst auf den Shadowhawk. Müssen die Erde kaputt machen. Wäre cool, wenn man irgendwie so ein Hauptziel vorgeben könnte oder so. Ich meine, cool, dass der jetzt auch auf den Shadowhawk mitgegangen ist hier. Noch mehr Reinforcements. Ja, gucken wir mal. Im Moment geht's ja, also sieht ja noch alles ganz okay aus. AK-20, geil. Ja, cool. Bam. Es scheint, als hätte sich da gerade der Vulkan als nächstes Ziel angeboten, weil nur drei Evasion-Marker. Aber wir können ja mal hier wieder Resolve ausgeben, um das alles ein bisschen zu erhöhen. Eigentlich macht man das auch, um einen bestimmten Bereich natürlich anzuvisieren, aber dürfte jetzt auch wenig Evasion haben. Ja, könnte man switchen, aber ich glaube, ich bleibe auf dem Vulkan. Ja, Hitze schon hoch. Der wird jetzt demnächst mal in den Nahkampf müssen, um noch perfekt effektiv zu sein. Hier die Crap. Ich komme leider jetzt noch nicht ran. Wir gehen mal hier hin. Ja, einmal geht noch. Und im Sack. Sehr schön. So, jetzt geht's dann auf den. Enemy Commander. Ach Kacke, da hätte man jetzt gucken können, was für Mechs da sind. Ah. Siehst nicht, da steht ein Katapult. Das ist irgendwas Kleines. Keine Ahnung.
Ach, die machen wir alle kaputt. Ich glaube, die Verbündeten haben noch überhaupt keinen Schaden. Also die Spackos hier, die wir da beschützen müssen. Meine Schäden halten sich auch sehr in Grenzen. Und noch ein Urban Mech. Jetzt machen wir einfach mal das. Nicht ideal hier von Evasion her. Ja, ist sogar nur einer. Ist mir aber egal, weil es geht Hitze gut runter. Und im Moment ist, glaube ich, nicht so viel Feindfeuer, hoffe ich mal. Oh, sehr schön. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es ursprünglich war, aber was jetzt sehr geil ist beim Spiel, wenn zum Beispiel ein eigener Mech hier so halb vor einem anderen steht, auch dann bekommt man selbst Abzüge auf Treffer. Ich glaube, das war jetzt gerade hier auch der Fall. Mal gucken, hier bin ich bei allem so. Was genau wegen der Reichweite sein, weil hier habe ich auf allem 95%. Und hier habe ich auf den Medium-Lasern nur 90%. Ich kann jetzt aber nicht hier drüber gehen, um zu gucken, ob das wirklich. Ah, wir laufen einfach mal hin und gucken, ob das die Auswirkungen sind. Ah, nee, ist wegen Long Range. Okay. Naja. Weil es gibt das auch, also war das andere Feld dann einen näher. Es gibt das auch irgendwie, dass die eigenen Leute dann, keine Ahnung, das Schussfeld beeinflussen, behindern oder was auch immer. Eigentlich cool, dass sie da hinten gelandet sind, denn jetzt kann ich mich hier erstmal schön neu positionieren, Hitze abbauen. Das bei MechWarrior 5 Mercenaries so kacke, ey. Da wird man ständig selber am Arsch der Welt abgesetzt und manchmal auch irgendwie mitten im Kampf geschehen, aber in der Regel am Arsch der Welt, muss erst über die ganze Karte latschen, um dann irgendwie was machen zu können. So wie die jetzt gerade hier. Ich meine, ist jetzt in deren Fall gar nicht so doof, weil hätten sich die Gegner vielleicht erst alle gegenseitig kaputt geschossen und dann greifen die ein, aber keine Ahnung. Ah, okay, das sind jetzt wieder Taurier hier. Ja, was weiß ich. Wenn man das so einfach mal durchgelesen hätte, da die Missionsbeschreibung, hätte man wahrscheinlich jetzt eher gewusst, was Sache ist. Ich sprinte mit dem, weil sowieso alles außer Reichweite ist. Ich habe gerade mit dem Handspeck auf den Javelin geschossen, statt auf ihn. Oh, gute Treffer. Obwohl hier eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit war, weil Trebuchet hat zwar auch nicht so super viel Panzerung, aber wenn man eh nur da so einen Glücksschuss oder irgendwas macht, dann auch sowas Kleines, weil es war fast gleich Trefferwahrscheinlichkeit und dem mache ich ja prozentual gesehen viel mehr Schaden als dem anderen hier, ne? Ja, werde ich jetzt auch wieder machen. Oh geil, die AK-10 sogar getroffen. Ah, sehr schön.
Ja, machen wir einfach. Noch ein Javelin. Das ist dann das Katapult da hinten, ja. Was habe ich hier gerade? Die Crab. Jetzt bin ich durch dieses Zeug gelatscht. Ja, und deswegen arbeiten die Wärmetauscher nicht vernünftig. Okay, dann schieße ich jetzt, wobei es geht eigentlich. Ach, Arschlecken. Oh, der dürfte jetzt ordentlich heiß sein. Ja, völlig behämmert. Mech Shutdown, direkt fett internen Schaden gekriegt, weil er sich vollkommen überhitzt hat. Also was ein Idiot, für was denn? Hätte er einfach mal eine PPK weniger geschossen oder einfach mal gar nicht geschossen diese Runde. Aber naja. Zeichen blinken, weil das ein Breaching-Shot wäre, nur mit einer Waffe. Aber mache ich nicht. Hier super Trefferwahrscheinlichkeit, auch wenn er Schadensreduktion hat. Der ist schon überall offen. Also nicht überall, aber an vielen Stellen. Vielleicht kriegen wir ihn direkt weg. Ja, sehr schön. Ich glaube, der hat sich jetzt durch die Aktion, haben die Verbündeten mehr Schaden bekommen bisher als durch die Gegner. Plus der Mech ist abgeschaltet gerade. Und wenn einer abgeschaltet ist, kann man den total erleichtert treffen. Ja. Ich mache erstmal Reserve. Ich will, dass er sich erst bewegt, weil vielleicht steht er gleich blöd oder hat hier kein Entrenched mehr. Na doch. Schon ganz gut was aus. Wieder der C4, also der ist der mit den 2 LSR-20 und da steht er halt echt kacke. Der müsste da hinten irgendwie sein und die ganze Zeit supporten. Aber das ist halt auch, also bei, ja, sehr schön. Bei MechWarrior 5 ist das so und hier ist das auch so. Es gibt manche Mechs, damit ist die KI wesentlich besser als mit anderen, weil sie einfach nicht so viel falsch machen kann oder so. Ich meine, hier setzen sie ja zumindest mal Sprungdüsen ein. Bei Mercenaries bisher noch nicht. Ignoriert die KI das einfach. Also sowohl die verbündeten Lanzentypen als auch die Gegner.
Hier werden ja Sprungdüsen zumindest immer mal eingesetzt und manche Aktionen sind auch richtig cool hier von der KI. Also sowohl was den Sinn des Zuges angeht, als auch die Position, die dann eingenommen wird. Aber manchmal weiß ich auch nicht. Und das ist halt auch Mech-abhängig. Also Katapult können sie offensichtlich nicht so gut, weil wofür ist er hier jetzt so rangekommen? Das ist total doof. Hätte irgendwo da hinten bleiben sollen. Und auch diese Javelin, das ist die mit der LSR-15. Wofür läuft der hier vorne rum? Um sich jetzt so in den Rücken schießen zu lassen. Ist halt eher dämlich, würde ich mal meinen. Tja, das war ziemlich easy. Also die Mission war aber auch okay, weil ich sag mal, klar, das waren jetzt 3 Gegnerlanzen, also 12 Mechs und wir hatten 8 insgesamt. Aber die sind schön nacheinander gekommen. Also Marek und Tauri am Anfang zusammen, aber diese letzte Lanze war viel zu spät da. Da hatten wir die anderen quasi schon weg. Und die waren jetzt auch von den Mechs uns eher sogar noch unterlegen oder gleichwertig. Das war beim letzten Mal, wo ich das mit den Davion Max hatte, auch anders. Geil, alles nur Panzerungsschäden, keiner ist verletzt. Mega. So, Beute, 3 können wir aussuchen. Und ja, der Marauder ist hier komplett, weil, wie ich gesagt habe, der war ja nicht komplett kaputt. Super viel Beute. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde einen Katapultteil nehmen, weil dann habe ich einen Katapult C4 komplett. Dann nehme ich einen Marauder-Teil, habe ich den auch komplett. Jetzt könnte man überlegen, Mech zu nehmen. Nein, man könnte überlegen, hier Trebuchet zu nehmen, damit man auch komplett hat. Ist mir aber relativ latte. Ich gucke einmal eben nach besonderen Waffen oder so. Es ist aber nicht wert, das extra deswegen zu picken. Nö, dann nehmen wir einfach noch einen Marauder-Teil, weil geil. Ich habe die anderen beiden, oder den anderen auch noch gekriegt. Enforcer-Teil, doch ein Urban Mech. Ja, cool. Gute Beute. Da die Mechs keiner Reparatur bedürfen bei uns, könnte man direkt noch eine Mission machen. Ich werde aber einmal eben gucken und den Marauder ausrüsten. Bauen wir uns mal vernünftig. Einer der bekanntesten Mechs, die es gibt. Ja, Katapult natürlich super geil. So, der Marauder ist am Start und der wird auch am Start sein. Das heißt, ich muss einen rausschmeißen. Ist die Frage, wen? Wahrscheinlich hier den Wolverine, der gerade eh noch repariert wird. Ah, ich kann nicht storen, sondern nur scrappen. Die könnte ich storen, aber die sind ja einsatzbereit. Damit will ich jetzt noch eine Mission machen. Heißt, wir werden den einfach tatsächlich scrappen. Weil, warum nicht? Ist zwar ein bisschen bescheuert, aber ist dann so. Weil ich will die beiden auf jeden Fall haben hier, also den C4 und den Marauder. Und ich wollte jetzt nicht einen von denen ausmachen, denn dann hätten wir jetzt nicht noch eine Mission machen können, sondern hätten erst wieder warten müssen. So können wir jetzt, ohne dass Zeit vergangen ist, direkt noch eine Mission dranhängen. Trotzdem rüsten wir die mal eben aus. Und so, und gucken mal. Das ist der Marauder eigentlich in der normalen Variante. Der hat eigentlich PPK Medium Laser, PPK Medium Laser und hier eine AK5. Was hat er hier für ein Special? Lance Command Mod. Plus Call Shot. Minus 10% Damage Lance. Oh, das heißt, alle meine Leute in der Lanze stecken weniger, also 10% weniger Schaden ein, nur weil der dabei ist. Oder was? Was outfitted. Coordinate. Better Defense. Jo, geil. Okay, und der Call Shot wird noch verbessert, also wenn er den ausführt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, auf jeden Fall, bevor wir hier Waffen reinpacken, panzern wir den erstmal etwas auf, weil Panzerung immer geil. Machen wir
so noch und dann ist das okay. Hinten relativ schwach, das ist mir aber immer relativ egal. Man könnte jetzt noch weitergehen, aber wir lassen ihn erstmal so. So, und vor allem sehe ich, man kann hier auch so Auxiliary Weapons wieder reinmachen. Zwar nur zwei, aber können wir machen. Ich denke auch, wir werden hier ein G statt Laser einbauen. Ah, muss ich mal gucken. Erstmal kriegt ihr auf jeden Fall eine AK. AK-10, zwei Large Laser. Nee, wir fangen doch mit dem PPC an. Er bekommt zwei PPC. Eins, zwei. So, und jetzt haben wir nämlich schon das Problem, wir brauchen auf jeden Fall Wärmetauscher in dem Ding, obwohl ja noch viel Platz ist. Zwei PPK, AK-10 wäre geil. Nee, das geht nicht. Weil mit Munition und noch Wärmetauschern kriegen wir das nicht hin. Ultra AK-20 mir irgendwo geholt. Nee, dann nehmen wir so eine verbesserte AK-5 hier. Weiß, wird auch schon knapp. PPKs sind echt, Large Laser, es gibt auch irgendeine Marauder-Variante, die das hat. Large Laser statt PPK, aber ist so, mittel. PPK ist schon geil. Also macht mehr Schaden, okay, auch mehr Hitze. Hat eine bessere Reichweite, wiegt aber auch mehr. Ja, machen wir tatsächlich mal diese Lappennummer. Also nehmen wir zwei Large Laser. Nehmen wir es jetzt vielleicht mit der AK-10 dann hin? Ja, auch nicht wirklich vernünftig. Okay, aber jetzt kriegt er hier diese Imperator AK-5. Dann geben wir ihm mal 2 Tonnen Munition dafür, damit er auch eine Zeit im Feld bleiben kann. Ja, und eigentlich, also er braucht auf jeden Fall Heatsinks. Cockpit-Mod machen wir auch mal. Ah, okay. Nehmen wir mal diesen Heat Exchanger. Dann hätte man doch über die PPKs nachdenken können. Naja, okay. Und jetzt packen wir ihm auf jeden Fall trotzdem noch die zwei Medium Laser da rein. Ich nehme da jetzt mal keine verbesserten. Okay, er hat zwei Large, zwei Medium. Ist ja gar nicht schlecht. Und er braucht jetzt auf jeden Fall noch Wärmeabfuhr. Heatbank. Ah, okay. Ja, bringt jetzt nicht so viel, weil es nur das Maximum Heat Level nach oben setzt. Hey, wir brauchen normale Heatsinks. Tja, eigentlich. Eigentlich so, ist immer noch nicht so super mit der Hitzeeffizienz, aber wir können im Prinzip auf Distanz können wir beide Large Laser zusammen mit der AK-5 immer schießen. Wenn wir näher rankommen, noch die Medium Laser dazu. Ah, gefällt mir eigentlich nicht so, die Bewaffnung ist nicht wirklich geil. Probier mal was anderes eben. Gehen jetzt doch mal eben auf PPK. Nämlich 2 Medium, 2 PPK. Jetzt müssten wir natürlich noch mehr Wärmetauscher reinpacken. Ich dachte ja, vielleicht passt noch eine AK-2, aber jetzt sind wir ungefähr auch wieder da, wie wir gerade mit den Lasern waren. Haben eine Waffe weniger, haben aber dafür zwei PPK. AK-2 Ammo mal eben kaufen. Na, 3 Tonnen wiegt das Ding sogar.
5 Tonnen müssten raus. Dieses Teil und zwei Heatsinks. Dann stehen wir auch nicht wirklich besser da. Ja, das mit dem PPK wird nicht funktionieren. Wir gehen halt auf Large Laser. So vielleicht. Zwei Large, zwei Medium, die AK2. Hitzeeffizienz gut. Ich weiß nicht, ob man hier eine zweite Tonne bräuchte. Wir haben eine AK2 mit plus 10 Damage, was natürlich ziemlich geil ist. Die macht nämlich jetzt mehr Schaden als so ein Medium Laser und hat eine super geile Reichweite. Könnten wir jetzt sogar noch aufpanzern oder eine Tonne Munition reinpacken. Also mit der Hitzeeffizienz können wir die ganze Zeit alle Waffen eigentlich immer schießen, ohne dass der wirklich heiß wird, was ziemlich cool ist. Der soll auch nicht unbedingt in den Nahkampf, ja, das ist echt schon nicht schlecht. Wir können jetzt hier noch Oxid. Ja, wir nehmen mal noch einfach für Spaß zwei Auxiliary Laser, also zwei Small Laser mit da rein. Natürlich geht jetzt die Hitzeeffizienz nach unten. Aber wenn wir jetzt relativ nah sind, haben wir einiges an Lasern. Ja, bisschen doof ist bei dem, dass halt alles wirklich in den Armen ist, bis auf die AK. Da muss man immer echt aufpassen, weil, ne, Arm, also ein Arm ab ist direkt halbe Bewaffnung weg. Aber wir lassen das mal so. Also der hat eigentlich ganz gut was an Panzerung. Das heißt, wenn der irgendwo hinten steht und die ganze Zeit feuert, der kann durchaus auch mal ein bisschen was einstecken. Kann relativ okay austeilen. Vor allem gibt er die ganze Zeit diesen Bonus hier. Für alle. Ja, wir machen das mal so. Ist nicht wirklich ideal, ist aber okay. Auch der kommt dem Anziehen-Design, finde ich, relativ nah. Das Anziehen ist schon super stylisch. Also der Original-Marauder, wer das kennt, ansonsten googelt irgendwie mal Battletech Marauder anziehen oder so. Oder Marodeur anziehen halt. Ist super geil. Wobei ich halt sagen muss, dass mir das hier auch schon ziemlich gut gefällt. Also, ich meine, die Original-Marauder Mini habe ich auch eine von hier, ist super cool. Aber das ist schon gelungen hier. Also, wenn man so diese neueren Mechs sich anguckt und vom Design Wolverine, naja, aber wobei ist auch nicht schlecht. Also die sind alle schon, das ist nicht totale Scheiße. Es gab mal eine Zeit, da gab es so Re-Scene-Mechs, Mech-Designs von diesen klassischen Dingern. Und das war teilweise katastrophal, finde ich. Also da waren Sachen bei, die sahen so kacke aus. Jetzt hier. Das finde ich schon ganz cool. Das Katapult C4 können wir mal noch ausrüsten. Lustig hier, die Waffenaufhängung gerade leer. Den können wir mal noch ausrüsten. Ja, und den werden wir als reinen Fire Support Mech machen. Der hat auch von den Aufhängungen kann man den komplett mit Raketen im Prinzip vollhängen. Zwei Laser, zwei Auxiliary Weapons. Der wird, nee, nicht hier, sondern hier, genau. Okay, zwei LSR-20 haben wir auch. Wenn er jetzt noch LSR-Ammo ordentlich dafür kriegt. Zack, okay, Sprungdüsen wären cool, damit man den zum Beispiel immer direkt auf so einen Berg oder so platzieren kann. Machen wir aber nicht, lassen wir einfach weg, weil der kriegt auf jeden Fall hier dieses Ding. Das heißt, wir kriegen immer noch mal Extra Resolve und so, wenn der dabei ist. Man könnte jetzt noch drüber nachdenken, dem ein, zwei Wärmetauscher zu geben, mache ich auch. Damit er einfach die ganze Zeit die LSR-20 feuern kann. Und ich glaube, wir geben dem sogar noch mehr Munition. Genau. Und ein klein bisschen mehr Panzer. Ah, okay, nehmen wir eine Munition raus und panzern den jetzt noch auf. Man könnte auch andersrum gehen und dem total wenig Panzerung nur geben, weil wenn man dann davon ausgeht, okay, der steht irgendwo hinten und steckt nichts ein, aber man muss immer auch gucken, es gibt vielleicht mal hier und da irgendeinen kleinen Mech, der dann da rankommt und einem auf den Sack geht. Nun machen wir so irgendwie, weil wir können
hier noch ein bisschen lieber runtergehen und gehen hier noch weiter hoch. So, weil in den Armen ist halt die Hauptbewaffnung. Ne, also ein bisschen was ich halt gerne mache mit so Fire Support Max, ist, wenn die wirklich hinten stehen und sich nicht bewegen müssen. Ist jetzt hier nicht ganz so relevant, aber wenn ich überlege, der bewegt sich nicht und dann wird er vielleicht doch immer mal hier und da beschossen, ist es schon ganz cool, wenn ein bisschen Panzerung dran ist. Der ist jetzt hinten super schwach, das heißt, wenn ein feindlicher Mech angesprungen kommt, also ein Phoenix Hawk im Rücken, der macht den in, weiß ich nicht, 2 Runden, 3 Runden weg mit ein bisschen Glück, weil er ganz schnell durch die Panzerung kommt. Ich weiß nicht, ob die KI das wirklich so viel und effektiv macht. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt mal so machen mit der vielen Panzerung. Man hätte auch wirklich hingehen können, den jetzt hier auf alles nur 40 oder so stellen. Dann hätte man bestimmt noch 2, 3 Tonnen über gehabt. Frage ist nur für was. Man hätte jetzt hier noch LSR-5er reinpacken können mit zum Beispiel. Aber ich lasse das mal lieber so. Wobei ich überlege gerade, man könnte auch einen Heatsink rausschmeißen. Wiegt eine LSR-5 nur 1 Tonne? Ne, wiegt 2 Tonnen. Schade. Dann hätte man nämlich jetzt hier noch LSR-5 mit reinpacken können, hätte noch etwas mehr Long-Range Firepower. Aber nee, wir lassen das mal so, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, jetzt zum Beispiel mit den Wärmetauschern, aber und dieser Hitzeeffizienz, weil ich meine, was soll er machen? Aber da seht ihr das Heatsinking 36 und Alpha Strike 36. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit alles schieße, mache ich immer komplett keine Hitze. Wenn ich dazu natürlich laufe oder wenn jetzt irgendwie, sorry, wenn man in der Wüste kämpft oder so und dann erhöhte Hitzeaufbau hat oder da kommt wirklich so ein kleiner Spacko mit Flamern oder so, heißt das für ihn trotzdem, der kann die ganze Zeit immer alles feuern und alles ist cool. Okay, das ist auch lustig, dass man sich das Stock-Loadout von dem angucken kann. Das heißt, normalerweise hat er noch die beiden Small Laser und er hat halt Jump Jets. Wir haben jetzt komplett keine Jump Jets, haben keine Small Laser, weil es eh für'n Arsch ist, haben aber mehr Panzerung, wesentlich bessere Hitzeeffizienz, können einfach die ganze Zeit die LSR-20 schießen und haben mehr Munition an Bord, als der Standard hat. Weil ich sag mal, mit den 5 Tonnen wird der wirklich eine ganze Zeit im Spiel sein. Natürlich, wenn die Munition weg ist, dann macht er halt gar nichts mehr. Also wirklich so überhaupt nichts. Er kann auch noch nicht mal mehr springen und wirklich großartig rangehen. Aber ich glaube, dass hier in den Spielen und in den Runden wird das sogar schon ein bisschen drüber sein. Hätten wahrscheinlich auf 4 Tonnen gereicht oder 3. Aber was soll's. So haben wir hier auf jeden Fall einen super krassen Fire Support. Und wenn wir den dann im Spiel sehen, also wenn er natürlich richtig ausgerüstet ist hier, weil jetzt hat er hier noch nichts, wenn da ständig 2 LSR-20 schießen und permanent diese Raketen da irgendwie einschlagen, das sieht schon ziemlich fett aus. Ja, ich denke allerdings, obwohl wir jetzt noch eine Mission machen könnten direkt, weil ja hier alles einsatzbereit ist soweit. Na cool, dann gehen wir natürlich bei Gunnery hoch. Werde ich das jetzt nicht machen. Wir haben die Mechs noch ausgerüstet. Wir werden die auch sicherlich dann demnächst mal im Einsatz sehen. Aber ich glaube, für heute war es das erstmal. Jetzt hier einfach in allen Werten weiter nach oben. Okay. Und ja, Kohle, naja, ein Financial Report steht jetzt direkt wieder an in einem Tag. Aber wir sind Mac-technisch echt richtig gut aufgestellt. Ja, nee, das sind die Piloten. Richtig gut aufgestellt schon. Wenn die dritte Mac-Bay dazukommt, wird es natürlich noch interessanter, weil dann hat man noch weniger, ich sag mal, Downtime zwischen den Missionen. Also die Zeit, die man immer vorspulen muss für nix oder so, reduziert sich einfach weiter. Das ist es auch absolut wert. Das ist scheißegal, dass man mehr Kosten hat. Zum einen durch die Bay selbst. Und zum anderen, weil das ist das ja hier, ne, bei Finanzen, alles auch in der Argo kostet was, an Unterhaltskosten quasi. Und die Mechs kosten was, die Piloten kosten was. Ihr seht das, hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, die Piloten sind wesentlich teurer als die Mechs. Also gut, Reparatur kommt immer noch dazu. Aber bei MacWarrior 5 ist es zum Beispiel genau andersrum. Da sind die Macs enorm teuer, auch im Unterhalt und sowas. Und die, also im Verhältnis.
Und die Piloten kosten einfach nichts, so im Verhältnis, wie gesagt, zueinander. Ja, finanziell ist das hier trotzdem kein Problem, selbst wenn ich nochmal höher setzen sollte, damit sich die Moral weiter verbessert. Was ich vielleicht sogar machen werde, ist das hier noch kein Problem. Alles ist, glaube ich, schon bezahlt für die Mechreparaturen. Und jetzt können wir hier nur nochmal eben gucken. Okay, das dauert auch noch relativ lange. Ich lasse das einfach erstmal alles so stehen. Ich denke auch, dass ich ein bisschen quasi offline, also ohne Aufzeichnung, weiterspielen werde. Trotzdem werde ich mal gucken, dass wir in einer der nächsten Folgen oder dass ihr in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall den Marauder, also der wird sowieso mich eine ganze Zeit begleiten, den Marauder zu sehen bekommt und auch unser Fire Support Katapult. Das ist halt auch wieder sowas, wenn man mit nur einer Lanze spielt und man gibt quasi ein Viertel der kompletten ja, Kapazität nur für so ein Fire Support Ding auf, ist das zwar ganz cool, das Problem ist nur, dass das hinterher zu krass wird. Da kann man sich sowas nicht mehr leisten. Eigentlich ist es nämlich immer geil, sowas in einer Lanze zu haben, der nur hinten steht. Oder zum Beispiel so ein Jägermech oder Rifleman, die dann wirklich voll wenig Panzerung teilweise haben. Jägermech vor allem. Und dann immer nur diese AKs von hinten schießt. Das kann man sich hinterher gar nicht mehr leisten. Oder hier nur ein Assassin immer mitzunehmen. Finde ich zwar super geil, aber das funktioniert nicht. Weil ja, man einfach zu viel Feuerkraft und zu viel auch Nahkampfpower aufgibt. Ne? Wenn ich nämlich nur drei Mechs immer vorne stehen habe und der eine steht ganz hinten und kann fast gar nicht beschossen werden, dann verteilt sich das gesamte Feindfeuer nur auf diese drei Mechs, die ich da vorne habe. Und das ist halt ziemlich mies. Wenn ich ein Tabletop-Spiel mache, da kriege ich das eigentlich immer ausgeglichen, weil wenn ich nach so einem Battle Value oder irgendwas gehe, dann verteilt sich das immer entsprechend. Das gibt's hier aber halt nicht. Natürlich ein bisschen über die Missionsschwierigkeit, aber bei so einer Mission wie gerade, ja, wenn ich mir das erlaube, dass ich so einen Fire Support Mech habe, dann spiele ich effektiv vorne immer nur mit drei Mechs und bekomme und die drei bekommen einfach dann die ganze Zeit auf die Schnauze. Und das ist völlig egal. Hier geht es ja nicht wirklich nach Battle Value, sondern nur ungefähr nach dieser Schwierigkeit. Also, ob ich jetzt bei der Mission hier 200 Tonnen aufstelle oder 300 Tonnen, das ändert überhaupt nichts an den Gegnern. Also, die KI oder was auch immer hier das Spiel, passt das nicht darauf an. Das ist ja teilweise bei manchen anderen Spielen anders so, dass wird die eigene Lanze stärker, dann werden auch die Gegner stärker oder wie auch immer. Das ist hier halt nicht der Fall. Also wenn ich zum Beispiel so eine total leichte Mission, so eine oder eine Einser Mission nehme und da kann ich genauso gut meine 300 Tonnen hinstellen und renne da halt so durch, Gegner werden nicht stärker. Und dementsprechend ist es hinterher bei den höheren Missionen auch andersrum. Da kann ich dann, also hier geht das noch mit so einem Mech hinten hinstellen, der einfach nichts anderes macht als immer nur die LSR feuern oder so. Aber hinterher funktioniert sowas nicht mehr wirklich, finde ich. Naja, und das ist halt ein bisschen schade. Im Moment geht das aber auf jeden Fall noch und deswegen sage ich ja, ne, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Spielen oder ihr werdet das auch sehen, dass wir hier den Marauder einsetzen, dass wir das Katapult einsetzen und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das dann so aussieht. Für heute denke ich, war es das erstmal. Also wir mussten nur ganz leicht die Zeit nach vorne spulen. Wir sind in Woche 48, Tag 1. Also wir haben immer noch ganz viel Zeit, hier Punkte zu sammeln und Sachen zu machen. Assault Mechs kommen ja auch noch irgendwann natürlich. Das macht es dann auch nochmal wesentlich spannender, weil das ist schon geil, wenn man dann irgendwie da steht und etliche Waffensysteme gleichzeitig feuern und man so einen Gegner-Mech einfach mit einer Salve schon halb zerfetzen kann oder so. Das ist schon nicht schlecht. Aber das kommt, wie gesagt, alles noch. Und ja, für heute war es das auf jeden Fall erstmal. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Danke auch an alle die, die bis jetzt tatsächlich hier durchgehalten haben oder so. Und sich das ganze Gelaber und die Spiele hier angucken. Vor allem das Gelaber, ja, weil ich meine, ich habe jetzt hier, ich glaube, wesentlich mehr tatsächlich gequatscht, als wir tatsächlich in Zeit innerhalb der Missionen irgendwie verbracht haben. Aber so ist es halt. Also. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.